Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir hier diesen Notstromer gekauft und dachte mir, ich mache einfach mal ein Video drauf. Rüber, weil ich selber zu diesem Notstromer weder irgendwelche Erklärungen sind noch sonst was. Ich habe die Stahlwerkfirma angeschrieben gehabt, weil ich eine Garage besitze, wo kein Strom ist und brauche für gewisse Sachen, unter anderem wie ein Schweißgerät oder so, halt Strom. Ne? Und da sind wir auch schon beim Punkt. Ich will euch erstmal so ein bisschen das Gerät zeigen. Was hat das Ding für Anschlüsse, was gibt es da, und dann kommen wir auf die ganzen Daten. Beispielsweise werde ich euch dann dazu was einblenden. Das ist, denke ich mal, genauer, als wenn ich hier irgendwas erzähle. Ja, als allererstes haben wir hier auf der Frontseite das, das Ding hat 41 Kilo, nur mal so am Rand erwähnt, kommt wie die Daxer, wird auf einer Palette geliefert in einen großen Karton und ihr müsst dann auch bei der Bestellung eure Telefonnummer hinterlassen, weil die Firma extra einen Termin machen muss. Bei mir war es so, es sind zweimal Lieferschwierigkeiten gekommen, einmal war die Adresse falsch, dann war die Adresse richtig, ich habe den ganzen Tag dann am nächsten Tag nochmal gewartet und dann haben die Telefonnummer der Firma falsch übermittelt. Fand ich zwar nicht so toll, oder die Firma hat es falsch entgegengenommen, irgendwelche Mitarbeiter haben es falsch aufgeschrieben, trotz dass ich da zweimal angerufen habe. Das ist erstmal so mein Kritikpunkt, den ich nicht so toll fand. Das erstmal zum Versand. Dann, wenn das Teil da ist, müsst ihr erstmal so, zeige ich euch jetzt erstmal hier, was es so hat. Wir haben hier einen Hauptschalter, dazu gibt es einen Schlüssel. Off, On und Start. Ja, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Dann sind nochmal so ein paar Hinweise hier. Die ihr dann beachten müsst. Wir haben hier einen normalen Steckerausgang, einen Hauptschalter, Schutzschalter besser gesagt. Wir haben hier einen Schutzschalter. Dann haben wir hier nochmal eine Steckdose, ne? Einen Ausgang, eine Voltanzeige, eine Erdungsanzeige sozusagen. Und hier nochmal Anschlüsse. Ne? Wenn ihr jetzt irgendwas habt, wo jetzt Strom generell rauskommen muss. Dann haben wir hier unten eine Batterie. Die Batterie muss dann auch separat angeklemmt werden. Wie ihr sehen könnt, habe ich das jetzt hier noch nicht in dem Fall gemacht. Natürlich rot an rot und schwarz an schwarz. Die ist zum Anlassen dann zum Beispiel für den Notstromer geeignet. Wenn sie jetzt mal leer sein sollte, gibt es dann separat noch den normalen Handstarter. Ja. Damit kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Das Wichtigste haben wir vergessen. Wir haben hier unten noch sämtliche Anschlüsse dran. Haben hier unter anderem auch hier hinten in der Ecke haben wir unseren Ölfüllstand. Den müssen wir vor jedem Gebrauch einmal öffnen. Wenn das Gerät geliefert wird, ist dann natürlich nur minimal Öl drin. Müsst ihr dann mit 10W30 Öl auffüllen, dann einfach reinschütten, bis das Ding voll ist. 1,4 Liter, um es genau zu sein, müssen als allererstes rein. So hat mir die Firma das auch jetzt nochmal geschrieben, weil ich das genau wissen wollte. Und 1 Liter dann, wenn ihr nachfüllt. Ne? 10W30, ganz normales. 10W30, also nicht wie beim normalen Notstromer, den ihr vielleicht kennt, wo ihr dann ein Mischverhältnis machen müsst von Benzin und Zweitaktöl. Das ist ein Viertakter mit 6 PS, um es genau zu sein. 6 PS, wie ihr hier so schön sehen könnt. 4,85 kW. Wir haben hier den Benzinhahn, hier den ganz normalen Starter. Ne? Hier haben wir den Schock, hier hinten in der Ecke, weiß ich jetzt nicht, ob man das erkennen kann. Ich werde das mal ein bisschen heller belichten. Das funktioniert, wenn auch nicht, ist auch nicht schlimm. Haben wir hier drüben unseren Schock, hier der schwarze Hebel. Hat man, denke ich mal, gehört. Hier eine ganz normale Klappe zwecks Luftfilter. Den müssen wir dann auch einmal im halben Jahr reinigen. Ist aber in der Bedienungsanleitung nochmal mit beschrieben. Die werde ich euch dann nochmal einblenden. Natürlich haben wir hier Gashebel, ne? Aber den brauchen wir jetzt nicht. Das macht das Teil dann von alleine. So, und hier drüben haben wir den ganzen Motor, ne? Hier hinten ist dann der Auspuff. Hier haben wir dann
Zündkerze hier drüben stecken. Weiß nicht jetzt nicht, ob man das sehen kann. Haben wir hier die Zündkerze. Na. Ja, haben wir da drüben. Haben wir da die Zündkerze auf jeden Fall. Hier. Die müssen wir dann auch mal einmal im Jahr dann wechseln. Oder wir kontrollieren diese dann zwischendurch halt einfach mal, ne? Hier unten haben wir unseren Filter, denke ich mal. Dass hier der Filter ist, Spritfilter. Ne? Ja, sonst gibt es zwar da jetzt nichts von der Seite zu sagen. Ja, außer dass das Teil da drüben halt hier noch der Auspuff ist. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. Hoppala. Hier drüben haben wir halt den Auspuff. Ne? Hier haben wir noch oben den Tank. Mit einer Tankanzeige, der diesbezüglich dann den Sprit vorgibt, wie viel Sprit hier noch drin ist. Wie ihr hier schon lesen könnt, gibt oder steht hier ganz groß geschrieben, fokussieren würde, steht hier ganz groß geschrieben, das ist jetzt falsch rum, sehe ich gerade. Ja, steht halt hier geschrieben, ganz normal. Ganz normal super, kein Bleifrei, ne? Also kein Bleifrei war blöd, kein E10 meinte ich, einfach nur 95er Benzin, einfach hier rein, hier ist dann nur so ein Sieb extra drin, damit halt nichts in den Tank reinkommt, ne? Das ist noch alles komplett neu, deswegen, ich habe noch nichts an dem Teil gemacht. Ich werde das dann in einem separaten Video werde ich dann zu den ganzen einzelnen Sachen noch mal was sagen. Also das ist jetzt hier nur, was hat das Teil alles, was kann das Teil, pipapo. Im separaten Video gibt es dann darum, wie ich dann da Benzin einfülle, Öl, Benzin, wie wir hierüber dann das Teil starten, was all das Ding hat. Ne? Und ja, der Schussschalter muss natürlich immer ein sein, ne? Weiß ich jetzt nicht, warum der unten ist. Steht auch extra dann nochmal drauf auf den Schalter. Ja, gut. Ich werde euch jetzt nochmal einen kleinen Porn einblenden von diesem Gerät. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr das gerne mal in den Kommentaren wissen lassen. Ich werde auch dann nach ein paar Wochen oder so mal ein Feedback zu dem Teil geben. Wenn euch das interessieren sollte, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Anschauen dieses Videos. Sollte ich irgendwas vergessen haben, irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten drin stehen, dann lasst mich das wissen. Und ja, gut, dann würde ich mal sagen, Horn ab. Übrigens haben wir hier noch eine Tüte dazu, das habe ich noch ganz vergessen. Mit sämtlichen Schrauben, mit Kerzensteckerschlüssel, hier unten den Füßen und zwei Anschlusskabel, falls man irgendwas hat, wo kein Stecker dran sein sollte, könnte man dann hier anschließen separat und halt die zwei Schlüssel zum Starten des Geräts. Ne? Sonst geht es ja nicht, wir müssen ja Zündung einmachen wie beim Auto. Und ja, Schrauben, Muttern hier in jeder Größe und Variante, ganz praktisch.